Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 5, Tropitschkovic. Und wie ich hier sehe, pflanzen die Leute hier von unserem Holzfäller, von unserer Holzfällerhütte einfach Bäume auf dem Acker. Ist das normal? Beeinträchtigt das die, was sind das hier, Ananasfarm? Tja, ich bin mir da nicht sicher. Wir lassen sie einfach mal weitermachen. So. Ja, wir haben in der letzten Folge unsere Stahlindustrie an den Start bekommen, was ordentlich Kohle reinscheffelt. Und wir wollen in dieser Folge, was kommt jetzt hier wieder? Boah, 38.000! Und wir wollen in dieser Folge ein wenig um unsere Infrastruktur kümmern und unser Gesamterscheinungsbild. Wir brauchen offenbar, wo ist eigentlich unsere Arztklinik? Haben wir überhaupt eine? Ich dachte die ganze Zeit, das hier wäre sie, aber das ist eine Taverne. Tja, gut. Da jetzt Geld reinkommt, werden wir jetzt einfach mal Kliniken bauen. Ja, ich dachte, wir hätten eine. Ich finde die aber nicht. Klinik? Klinik? Klinik! Wir haben überhaupt keine, richtig? Krasse Typen sind wir. Krasse Typen. So, hier kommt eine Klinik hin. Ich weiß nicht, was kann die nochmal verkraften? Hatten wir keine Klinik? Ich blöd oder so? Na egal, jetzt wird die erstmal da gebaut. Ich guck dann erstmal, wie viel die versorgen kann. Dann können wir noch eine zweite bauen, wenn es notwendig ist. Einen kleinen Laden brauchen wir auch noch. Bauen wir hier oben mal hin. Denn der, wie ich das sehe, kann der 150 können der abspeisen. Und wir haben fast 300 Einwohner. So, wartet mal. Eine Botschaft wollte ich da noch bauen, aber ich wollte erstmal. Was ist denn das ganze Getöne hier? Da, Polizeiwache. Polizeiwache. Kommt hier hin. Gut. Und ein Opernhaus brauchen wir noch. Tja, wo kommt das hin? Ich glaube, das kommt hier oben irgendwo hin, weil hier steht ja schon eins. Müssen wir hier unsere Infrastruktur überlegen, wie wir das hier überhaupt alles machen. Ist blöd alles. Es ist sehr blöd. Hier kommt eine Straße hin auf jeden Fall. So, warte mal, dann machen wir es so. Oder kann hier den Häuser hin. So. Haben wir doch einiges jetzt finanziert bekommen. Wenn ich das richtig sehe. Ja, Banken müssen wir dann noch weiter erforschen hier, die Böne. Hier sind unsere neuesten Forschungsergebnisse. Ausländische Diplomaten stimmen uns 45% häufiger zu, wenn... Ja, bla bla bla. Das war hier Dingens, ne? Was war das? Bürstensprache? Nein. Tischmanieren war es. Neue diplomatische Aktionen, Delegation und Bündnis. Okay. Ja, wir müssen mal eine Botschaft bauen. Beim nächsten Export werden wir das, denke ich, finanziert bekommen. Ja, Obdachlose. Wie sieht's aus? Ah, das ist, glaube ich, jetzt so das Mittel. Das wird wahrscheinlich nicht viel weniger werden. Wir haben aber jetzt auch gut Leute auf der Insel, also ist das schon ganz okay. Ja, Gesundheitsversorgung muss jetzt mal verbessert werden. Und die Sicherheit wird ja auch verbessert, indem hier die Polizeiwache gebaut wird. Also das läuft. Parkplatz. Warte mal, wo ist denn Stahl? Profit bis heute knapp 20.000. Profit bis heute knapp, oder 40, über 40.000. Das ist krass. Das ist viel Geld, viel, viel Geld. Stell dir mal vor, wir hätten die Industrie da nicht gebaut. Dann wäre hier aber, ne, Schicht im Schacht. Die machen wir das schneller gerade, bis das nächste Schiff kommt. Das brauchen wir nämlich. Und die Alliierten haben uns mal wieder Geld gegeben. Sehr schön, danke. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass die USA schon bald die Prohibition einführen werden. Hab ich ja, hab ich. Kann ich gerade nicht annehmen, müssen wir gerade mal warten. Aber hier, das dürfte bald fertig sein hier. Bauxit. Reicht nicht. Kann da noch eine Riesenfuhre Bauxit bitte reinkommen? Offensichtlich nicht. Da müssen wir noch eine Fuhre warten.
So, jetzt können wir uns wieder einiges leisten. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Freude, Freude, Freude pur. Wo ist denn die Klinik? Ist hier, sehr schön. 100 von 100, also wir brauchen auf jeden Fall noch eine Klinik. Und zwar... Braucht die ein Haus mehr? Die braucht keinen Anschluss an die Straße, dann können wir sie hier hin klatschen. Gut, noch eine Klinik. So, Moment mal. Ja, Taverne und so ein Gedöns, ist ja alles schön und gut. Wir bauen aber jetzt erstmal Häuser. Hier wollte ich nämlich eine kleine Gegend hinklatschen. Da, da, da und da. So, sehr schön. Meine Nachforschungen haben... Ist das erfüllt? Ja, ist erfüllt. Es blinkt. Ah, Bauxit wurde auch erfüllt. So, warte mal. Jetzt haben wir hier schon 17.000 in unserem, auf unserem Schweizer Bankkonto. Also, es läuft. Jetzt ist aber die Frage mit den Lottoscheinen. Machen wir das mal? Komm, wir machen das jetzt mal. Zack. Habe ich irgendwas gewonnen? Nichts? Ich hab nie Glück. Naja, schade. So, aber ansonsten läuft's, läuft's und läuft's. 74% Zufriedenheit. Woo! Krasse Scheiße. Das liegt wahrscheinlich an. Religion ist hochgesprungen. Und Sicherheit. Boah. Sicherheit ist natürlich auch hoch. Ja, Wohnraum. Ja. Kommen wir jetzt. Es sind ja jetzt wieder 4 neue Häuser gebaut worden. So, jetzt gibt's auch wieder Kohle. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, ich könnte dann noch einen neuen Industriezweig irgendwie vielleicht mal andenken. Ich werde mal hier oben einen Erkundungstrupp klatschen. So. Einfach, weil ich's kann. Ne, ich will wissen, hier das grüne Gebiet, da könnte man vielleicht irgendwie noch eine Obst- oder was auch immer Industrie machen. Ja, was kann ich jetzt noch weiter tun? Wir haben Geld, wir haben Geld. Hier ist eine Aufgabe. Prohibition hat begonnen. Ach, die Botschaft. Zeit, den Markt mit illegal hergestelltem Alkohol zu überschwemmen. Nö. Nö, nö. Brauche ich nicht. Was wollte ich? Achso, Botschaft, Botschaft. Wo ist sie? Da ist sie. Botschaft. Die Botschaft, die könnte hier in unser... Braucht die eine Anbindung? Nein. In unser... Ah, das passt nicht genau. Blöd. Aber dann bauen wir sie hier hin. Ist da eine Straße? Dann bauen wir sie hier hin. Eins muss Platz sein. Aber das ist nicht schlimm, da können irgendwelche anderen Gebäude hin. So. Na. Hallo. Hallo? Was geht das schon wieder los, ey? Was soll denn dieser Mist? Blöde Affenscheiße. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Kann ich die Straße jetzt auf gar keinen Fall hier hinbauen, oder was? Der springt immer zu dieser blöden Kreuzung. Moment, dann machen wir es anders. Es geht, es geht, es geht. Hallo. Hallo. Reiß diese blöde Straße ab, danke. So, warte mal. Aber das ist doch nicht euer Ernst. Das kann doch nicht wahr sein. Das heißt, ich muss die zuerst bauen, oder was? So, jetzt ist hier keine Straße. Zack. Wieso? Kann ich die nicht mehr bauen? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Na, geht doch. Hass, purer Hass. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Kann ja nicht wahr sein, ey.
Es ist einfach unmöglich. Einfach unmöglich. Kann ich nicht irgendeinen Knopf drücken, dass der hier baut? Nein. Na gut, dann fand ich es vorher aber besser. Zieht er jetzt auch da hoch? Ja, zieht er. Alter, nervt das, ne? Nö, geht nicht. Kann die Straße hier nicht bauen. Gut, dann bleibt sie eben leer. Was für eine Scheiße, ey. So, die Botschaft ist fertig. Die Alliierten lade ich ein und preise sie. Auf der Straße sagte mir ein Mann, dass das Heil an unsere Tür klopft. Ich hielt ihn für einen Priester. Ja, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Religion, 55, gut, kann man verbessern. Kann man machen. Eine weitere Kirche, was kann mir überhaupt verkraften? 200. Ist eigentlich nicht notwendig. Aber gut, für euch mache ich's. Wir haben ja Geld ohne Ende hier. Wir haben Kohle, das ist ja unfassbar. Ich hätte nur leider gerne hier die Apartmenthäuser, endlich. So, ein paar Häuser. Hier ist jetzt übelst Stau, wie ich merke. Moment mal. Oh, was wir hier machen können. Hier, die soll sowieso damit verbunden werden. Was fahren die denn hier alle in die Bullerei? Sieht das jemand? Ich bin so wütend. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Was? Wir haben den Jackpot geknackt. Woo! Es hat doch was genutzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die Zusatzzahl 7. Sauber. Das heißt, wir haben schon 32.869 Dollar auf unserem Schweizer Bankkonto. Und es wird immer mehr und immer mehr. Gut. Wird gut. 72% Beliebtheit. Das finde ich außerordentlich toll. Warte mal, wie sieht's mit unserem Suchtrupp aus hier? Ja, hier ist... Was können wir denn hier bauen? Ich hätte gerne Tabak. Tabak. Boah. Boah. Hier geht's. Hier geht's aber auch. Und das ist näher. Welch glorreiche Erfindung! Kraftwerk. Der Kraftwerk ist gut. Da können wir einige Verbesserungen hier an den Start bringen. Was kostet das? Wo ist das überhaupt? Wahrscheinlich hier bei Infrastruktur, richtig? Kraftwerk. 20.000, na gut. Aber jetzt machen wir erst noch gerade die Tabakindustrie. Die bringen wir jetzt noch an den Start. Denn Geld ist Geld. Beliebtheit gleich, ey. Alter Schwede. So, warte mal. Baue ich noch eine? Plantage. Passt hier eine hin? Die passt sogar dahin, oder? Hier nicht. Oder hier. Ist dann ein Feld zu wenig. Verdammt! So. So. Und so. So, und dann noch die, wo ist sie denn? Zigarrenfabrik. 20.000. Okay. Müssen wir wohl noch ein bisschen drauf warten. Und dann baue ich das Stahlwerk. Das Kraftwerk. Ja, Banken muss ich auch noch bauen. Wie sieht's da überhaupt aus? Buchhaltung. Ja, das dauert noch was. Das und das. Bitte entwickeln. Und ein Autosave. Haha. Ah, diese Umgehungsstraße hier. Ist die krass oder was? Die ist echt krass.
was ich mir dabei gedacht habe. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Da ist der Timer auch schon wieder abgelaufen. Respekt und ewige Treue. Ich weiß, dass mein Volk mich liebt. Ja. So, na gut, dann war es das schon wieder für diese Folge. Also es läuft. Wir haben bald die Mission schon geschafft. Noch ungefähr 15.000, 14.000. Dollari auf unser Schweizer Bankkonto und dann geht es schon in Mission 5. Also die hier war jetzt bis jetzt zumindest nicht so schwer. Vielleicht kommt nachher noch irgendwie irgendwas Schlimmes, aber bis jetzt läuft's. Und das freut mich. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Bredibi.